Hi, da bin ich wieder. Ich habe hier eine wunderschöne Verpackung und zwar ein Turtle zu The Last Ronin und das ist ja eine erfreuliche und eine etwas traurige Sache, weil einerseits haben wir hier eine mega coole Figur zu den Turtles wieder mal. Von der Firma Playmate haben wir hier eine wunderschöne Figur, schönes Artwork, auch hier alles ein bisschen düster und dunkel. Aber leider ist es auch traurig. Also ich habe den Comic noch nicht ganz zu Ende. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie das jetzt endet. Aber ich habe natürlich, weil ich ein bisschen neugierig war, ein bisschen vorgeblättert. Und das sah nicht gut aus. Soll es wirklich mein Turtles schon zu Ende sein? Deswegen. Ah, es ist ein bisschen schwierig, die Figur hier auszupacken und zu sagen, yeah, der letzte Turtle. Ja, ich will euch nicht zu sehr spoilern, aber The Last Ronin, wie der Name schon sagt, das ist halt, ja, es ist der letzte Turtle. Der Kampf zwischen den Turtles, den Foot Soldiers, Krang, Shredder, hat kein gutes Ende genommen. Ein Turtle hat überlebt, ich sage euch nicht welcher das ist. Wobei die meisten wissen es wahrscheinlich schon. Es ist halt am Anfang im Comic nicht ganz erschließlich gewesen. Welcher ist denn das jetzt noch, der überlebt hat? War ein bisschen verwirrend für mich. Vor allem die Comics sind alle auf Englisch. Ich musste das mir auch mal übersetzen lassen, auch zweimal lesen und so verstehen. Hä, was ist jetzt damit gemeint? Ja. Ich habe noch nicht alle Teile, ich werde auch noch nicht alle Comics, auch noch nicht alle gelesen. Das kommt ja noch dazu. Manche sind immer noch schön in meinem Regal. Ja, aber ich werde bald wieder in Mannheim im Fantastic Store sein. Da finde ich halt die Beratung, was Comics angeht, einfach am besten beim Sven. Und da hole ich meine Comics. Und ja, ich finde es natürlich super traurig, dass die Geschichte der Turtles irgendwie endet. Also das ist irgendwie so, das nimmt doch einen auch mit. Man hat seine ganze, ja, letzten 30 und ein bisschen mehr Jahre die Turtles bei sich gehabt und jetzt soll es zu Ende sein. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ja, das ist zwar der letzte Turtle, aber auch der wird leider es nicht lange schaffen. Ja, das ist der Turtle, der letzte Überlebende. Der ist von Playmate. Und schade, dass dieser Hund, es gibt diese Moser und jetzt gibt es halt so diese, wie sind das, kleine Boxhunde da, dass er nicht dabei ist. Weiß nicht warum. Vielleicht gibt es da noch eine Figur. Es gibt auch eine mega coole Statue zu The Last One. Es gibt noch weitere Figuren und ich werde sie mir alle holen. Aber es ist auch irgendwie traurig. Es ist irgendwie traurig, weil. Ihr erkennt es schon an den Waffen. Es sind ja. Dieser Turtle hat jeweils eine Waffe und zwar die Waffen der Brüder, die in diesen Kampf gefallen sind. Ah, ich packe die Figur wieder ein und das ist nie passiert. Die Turtles gibt es immer noch. Ist halt leider ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwie nimmt mich das schon ein bisschen mit. Man hat die Turtles immer so bei sich gehabt, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, es geht ewig weiter. Aber auch das nimmt mal ein Ende und das ist schon traurig. Das ist schon heftig. So, hier haben wir einen leicht verbogenen Stab und zwar den Bo, den Stab von Donatello. Der ist eher wie eine Metallstange. Es ist zu glatt für Holz. Das müsste hier schöne Rillen haben. Jetzt muss ich mit meinem Skalpell nacharbeiten. Jetzt ernsthaft. Das ist mir ein bisschen zu glatt für Holz. Für Holz, ein Stab, Bo. Das ist aber auf jeden Fall von Donny. Ja, dann haben wir hier. Ach Gott, sind die wappelig. Ui! Und auch noch verbogen. Hier haben wir eins der Katanas. Das ist ein bisschen klein, ein bisschen kurzer. Eins der Katanas von Leonardo. Finde ich schön, dass das hier so leicht bläulich ist. Und Gold und dann Silber. Aber es ist zu wabbelig. Das ist ein bisschen zu wabbelig.
Dann haben wir ein weiteres Katana, denn Leonardo hatte ja zwei Katanas gehabt. Und das Katana, auf jeden Fall ist diese Waffe hier, dieses Schwert ist leider kaputt, zerbrochen. Und das nicht versehentlich, das ist mit Absicht so. Dieses Katana, das hier irgendwie nicht zusammenpasst, doch jetzt, ist zerbrochen. Ein Katana, das kaputt ist, das ist Leonardo. So, dann natürlich die die Ninja-Sterne. Die Ninja-Sterne der Turtles, die sind stabil. Das finde ich gut. Die kleinen sind wenigstens stabil und nicht wabbelig. Das finde ich gut. Da hat man nicht am Material gespart, immerhin. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, mit Playmate Turtles hat das Ganze ja angefangen. Mittlerweile gibt es so viele Turtles, was ja auch mega cool ist. Und es kommen ja noch weitere Turtles. Ich sage nur jetzt im August, der neue Film. Bin ich echt mal gespannt. Wobei ich hätte mir auch gerne wirklich so ein Remix irgendwie. So eine neue Verfilmung der Turtles. Ich meine, klar, an das Original wird nichts mehr rankommen. Das ist einfach so. Den ersten, zweiten, auch den dritten Teil wird nichts mehr rankommen. Da müssen wir uns halt davon verabschieden, dass wir denken, dass da irgendwas Größeres kommt. Aber nochmal so eine neue Verfilmung wäre schon eine coole Sache, muss ich sagen. Nicht das, was 2013, 15 war. Es war wirklich identisch zu den alten Filmen. Ob da jemand drankommt. Hier nochmal. Sehen aus wie Ninja-Sterne, aber sind ein bisschen anders. Ein bisschen zackiger irgendwie. Keine Ahnung. So, dann kommt hier. Da brauchen wir keins mehr. Einmal ein Sai zu Raffi. Auch wieder leicht verbogen, aber stabiler. Definitiv stabiler, das finde ich gut. Und auch schön bemalt. Eins, oh, hier hängt ein Zipfel ab. Das sind also Sachen. Plastikrückstände, die können wir auch gleich beseitigen. Das gehört nämlich nicht dahin. Ein Sai von Raffi. Und dann haben wir noch mal zu Michelangelo die Nunchucks. Die sind halt, ja, sehr schlicht und einfach halt. Haben aber zwei Farben. Das finde ich ganz gut. Das farblich hat man hier nicht gespart. Das finde ich sehr gut. So, es sind auch stabil. Ich muss sagen, die zwei Wochen sind stabil. Und die hier sind mehr so ein bisschen wabbeliger. Aber gut. Dann sind wir ja noch nicht fertig, weil... Ah, jetzt fliegt... Ich mag diese Verpackungen gar nicht. Jetzt fliegt der ganze Kram hier wieder rum. Und ich muss saugen. Aber wir müssen diesen Turtle hier befreien. Ich kann euch mal ein paar Seiten mit der Community in dieser Option mal reinstellen vom Comic. Wie traurig das ist, wie der letzte Turtle da durch die Kanalisation läuft und total verwirrt ist und... Ach, das ist so traurig. Das ist wirklich einfach grausam für den armen Kerl. So. Ach, ich liebe diese Verpackung. Ah, ernsthaft? Jetzt ist hier das Sei auch noch einzeln verpackt. Okay. Das soll spannend bleiben. Wo hängt es hier am Arm, denke ich. Meine Zange ist nämlich leider ein bisschen stumpf geworden. Und das macht das Ganze natürlich noch spaßiger, wenn du da so eine stumpfe Zange hast, die nicht mal so ein Plastikding auseinanderkriegt. Wo hängt es denn hier schon wieder? Ach, Menno. Diese Verpackung ist ein grausam. Ein Graus. Ich hab's geschafft. So. So, da ist nochmal das zweite Sai. So, wir haben hier zweimal das Sai, also Raphael
Dann haben wir hier von Michelangelo den anderen Nunchuck, hat er hier in der Hand. Wobei, die sind unterschiedlich farblich. Sehe ich das nur von dem Licht her? Ja, der eine hat ein bisschen weniger Farbe, der andere ein bisschen mehr. Und auch noch drüber mit der Farbe. Ja, kein Ding. Einfach mal drüber gemalt. So sehen die aus. Also wie es sei halt. Nunchucks. Ja, das sind halt alle Waffen der Turtles. Und die Katanas. So sieht das Ganze aus. Und da haben wir ihn. Der letzte, was du erleben musst, das Kleine. Ach, cool. Da ist Seil und ein Haken, dass er sich irgendwo hochseilen kann. Und das kann man hier an der Seite da dran stecken. Okay, das finde ich schon mal ganz nett. So traurig, so dunkel, der Arme. Und das ist er. Der letzte Turtle, der letzte Überbliebene, der jetzt alleine durch die Kanalisation irrt und weder Vater noch Brüder hat und ja, ganz alleine ist. So, das ist ja Plastik. Ich dachte, das wäre gummihaft. Ach Mann. Oh nein, selbst das Cape ist Plastik. Ich hätte es mir gummihafter vorgestellt. Nicht so fest, ehrlich gesagt. Aber gut. Gut, sehen wir uns das Ganze mal an. Also, so sieht der ganze Kleine. Er ist schon klein und putzig, muss man sagen. Klein und putzig ist er. Der kann kein Spagat, weil er hier ja hier das, diesen Mantel oder was er da hat, diesen Mantel hat. Aber er hat trotzdem Bewegung drin. Er hat auch ein Kniegelenk. Oh, der hat doppelte Kniegelenke. Juhu! Doppelte Kniegelenke hat er. Er hat hier im Fuß ein Gelenk. Und das war es dann auch schon. Also hier im Fuß und doppeltes Kniegelenk. Das ist schon mal eine gute Sache. So, dann hat er auch unterschiedliche Stützen hier. Einen Silber, das andere nicht. Da hat er seine Schüchen. Haben die Turtles in der ganzen Laufbahn noch nie angehabt. Aber das sind so, die sehen aus wie so entweder normale Hausschuhe oder so japanische Ninja, ja, wie die im Tipp, was weiß ich. Schaut euch an. Ich mache es nur schlimmer, umso mehr ich sage, mache ich es nur schlimmer. Dann Handbewegung. Hier ist ein normales Kugelgelenk. Dann hat er doppelte Ellbogengelenke, das finde ich gut. Im Oberarm, warte mal, ist da was? Oder ist das Kugelgelenk? Nein, gar nichts. Er fühlt sich etwas einfach an vom Plastik. Ist auch gar nicht so schwer. Ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack. Dann auf jeden Fall Kugelgelenk, doppeltes Ellbogengelenk und die Hand kann sich bewegen. Das finde ich schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Genau, die Hand kann sich hier bewegen. Hände sehen auch gut aus und fühlen sich gut an. Die Hände. Was sich nicht so gut anfühlt ist, dass das mir zu sehr Plastik ist. Ja, hinten ist es ein bisschen gummihafter. Dass er sich auch bewegen kann. Wobei das ein bisschen eingeschränkt ist hier. Die ganze Bewegung. Aber das ist mir ein bisschen zu fest. Das ist mir ein bisschen zu fest hier, das Ganze. Aber gut. Dann hat er hinten ja da den Haken und die Schnur, das Seil halt, um sich hochzuschwingen. Dann hat er. Ja, was hat er da eigentlich? Ah, da hat hier. Seht ihr das hinten? Da hat er. Da hatte hier was, um den Stab unterzukriegen, den Bo. So. Dann hat er was, um das Sei unterzukriegen. Ja. Dann hat er hier hinten irgendwas, aber. Dann hat er hier hinten was, ich glaube, um ein. Okay. Dann hat er von allen drei Brüdern hinten die Waffe. Und hier vorne, ich weiß nicht, ob er zwei Sai nimmt. Ja, hier passt noch ein Sai rein. Aber wo kommen dann die Nunchucks hin? Die trägt er doch nicht die ganze Zeit in der Hand. Oder doch?
weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er trägt die in der Hand. Also bis auf das eine Katana, das ja kaputt gegangen ist, trägt er alle Waffen bei sich. So. Und was er machen kann, anscheinend, also ich probiere es jetzt einfach mal, er kann die Kappe, glaube ich, absetzen. Oh, oder doch nicht? So, ups, weil guck mal, das ist so beweglich. Ich dachte, er kann das absetzen. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, oder? Ich will hier auch nichts kaputt machen. Kann er das absetzen? Ich glaube nicht. Also es ist zwar beweglich, es hat Spielraum. Ich kann den Kopf aber nach links bewegen. Also auch schwierig, drinnen kann ich den Kopf ein bisschen nach links bewegen. Und dementsprechend auch nach rechts. Aber echt minimal, es ist schwer, den Kopf hier drin zu bewegen, wenn er da drin ist. Kann man das absetzen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will es nicht kaputt machen, sonst heule ich hier. Ach, der hat hier noch eine Bewegung, habe ich gerade herausgefunden, vor lauter Drücken. Er hat hier noch im Bauch eine Bewegung. Aber kann man das absetzen? Kann man das absetzen? Ich sehe nämlich nicht sein Bandana. Okay, ich glaube nicht. Vielleicht ja, aber ich... Irgendwie lässt mir das keine Ruhe. Ich weiß nicht. Also ihr seht hier, das ist schon ganz schön beweglich, als wenn man das absetzen könnte. Hier auch. Aber vielleicht ist es nur ein Spielraum und das ist gar nicht zum Ausziehen. Vielleicht sollte das nicht so sein. Vielleicht lasse ich das jetzt auch mal. Aber irgendwie kann ich nicht für die Finger davon lassen. Ich muss wissen, ob man das abziehen kann. Naja, gut, egal. Ich lasse es jetzt so. Bevor der wirklich mir noch kaputt geht, lasse ich es mal so. So. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Nunchucks die ganze Zeit trägt. Und dass die nicht unterzukriegen sind. Also der Platz ist hier wirklich nur für die Nunchucks. Für die Sai. Aber trägt er die ganze Zeit die Nunchucks bei sich? Nee, das wäre ein bisschen schade. Aber ich befürchte, es ist so. Ich befürchte, er trägt die ganze Zeit, also auf dem Bild sieht man auch hier, dass er die Nunchucks an der Seite hat. Aber hier scheint es nicht der Fall zu sein. Da hätte man hier hätte man den Gürtel ein bisschen freilassen können, dass die Nunchucks da mit reinpassen, weil sonst läuft er die ganze Zeit mit den Nunchucks rum. Und das ist ein bisschen schade. Und die Ninja-Sterne kriegt er auch nicht unter, leider, weil er könnte sie auch in den Gürtel hier so ein bisschen reinpacken. Aber gut, jetzt, das ist halt so. Ist auch nicht immer so gegeben. Okay. Das ist unser kleiner Turtle. Der letzte kleine Turtle. Sehr gewöhnungsbedürftig. Sonst sind die Turtles immer so farbenfroh, haben ihre bunten Bandanas in Farbe und hier ist alles düster und man sieht kaum was vom Turtle. Außer das Gesicht. Ja, ein bisschen Füße, ein bisschen Hände. Auch die Struktur und alles. Man sieht auch nicht den Panzer wirklich. Also da ist mir ein bisschen wenig zu sehen vom Panzer. Man hätte ein bisschen, ja, es ist halt ein Panzer, ein bisschen den Huppel auch an den Seiten sehen müssen. Das ist mir zu panzerlos, kann man das so sagen. Hier, klar, er hat jetzt seinen Mantel drüber, aber wie klein ist denn der Panzer bitte dann? Das ist nicht ganz so vertraulich hier. Ja. Ich
kann nicht glauben, dass ich die Nunchucks nicht unterkriege. Ich frage mich, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber anscheinend ist es so. Ja, was soll ich zu dem Kleinen sagen? Wir haben hier das kaputte Katana. Cool, dass es dabei ist, dass man es nicht weggelassen hat. Wir haben 4 Ninja-Sterne. Die kriegt man irgendwie nicht unter. Aber es ist nicht schlimm. Das haben ja nicht alle Turtles. Es gibt viele Turtles, wo du auch Ninja-Sterne hast und die kriegst du nicht unter. Ist halt so. Was ich aber schade finde, ist, dass er tatsächlich die Nunchucks nicht unterkriegt. Das finde ich nicht so gut. Ich finde das Gesicht gut gemacht, gut getroffen. Auch die Zähne und so, das finde ich schon mal gut. Also die Zähne, das Gesicht, das ist schon mal recht gut. Dass du die ganzen Waffen da hinten unterkriegst, das finde ich auch gut. Die Bewegungspunkte soweit sind auch gut. Ja, was ich nicht so gut finde, ist tatsächlich irgendwie so der Körper. Dass das nicht gummihafter ist, der Mantel. Ein bisschen gummihafter, vielleicht gibt sich das mit der Zeit. Aber die Panzerform fehlt mir. Es sieht nicht aus, als wenn er hier einen Panzer hätte. Auch so von den Seiten. Das, ja. Das fehlt mir ein bisschen. Die ganze Panzerform. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht sehe das nur ich so. Das ist mir ein bisschen zu flach hinten, so für den Turtle. Ja, ansonsten finde ich ihn recht putzig. Außer, dass man bedenken muss, dass das der letzte Turtle ist. Finde ich ihn an sich ganz putzig gemacht. Er kann sich auch übergeben. Ich weiß nicht. Ja, also die Bewegung ist auch ganz gut. Ist ein bisschen einfach. Ich finde es cool, dass er doppelte Gelenke hat. Das finde ich mega gut. Das gefällt mir sogar super. Sehr, sehr gut sogar. Also wie gesagt, es ist ein bisschen durchwachsen. Es ist nicht so, dass ich sage, wow, das... Wow, cool und so. Das ist so. Ich habe ein paar Pro und ein paar Kontrapunkte. Also, wenn wir so zusammenfassen. Erstens finde ich es nicht gut, dass man die Nunchucks nicht unterkriegt. Gerade die Nunchucks. Dann finde ich es nicht gut, dass der Panzer mir zu flach ist hinten der Rücken. Das ist mir einfach zu flach. Und so hier vom Körper, das Material irgendwie. Das ist mir ein bisschen zu steif. So, das ist das, was ich nicht gut finde. Was ich gut finde, ist, dass er doppelte Gelenke hat, dass das Gesicht wirklich sehr gut gelungen ist, dass er alle Waffen hier soweit hat. Und farblich finde ich ihn auch. Ich meine, ja, er ist halt dunkel und ist alles ein bisschen düster. Jetzt traurig und so. Das finde ich schon mal richtig gut. Auch die Füße und so, das ist schon mal ganz gut geworden. Er hat auch das ganze Zubehör dabei, also die ganzen Waffen seiner Brüder. Und ja, das muss man hier natürlich auch der Figur irgendwie mit anrechnen. Ja, und das ist er, The Last Ronin hier. Das ist die Figur. Ich muss unbedingt mal den Comic zu Ende lesen. Ja, und dann, ich bin gespannt, was sagt ihr dazu? Ich meine, einige von euch sind ja auch mit den Turtles aufgewachsen. Und für euch geht das auch irgendwie zu Ende mit den Turtles. Wie seht ihr das? Was meint ihr dazu? Kleine macht sich ganz krumm. Das würde mich mal interessieren. Wie seht ihr das, dass das mit den Turtles hier in dieser Geschichte, Story einfach zu Ende geht? Und in diesem Comic sogar komplett zu Ende geht. Ist schon ein bisschen heftig, oder? Oder nicht? So, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal mit den nächsten Turtles. Bis dahin. Bye, bye.